Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung hier im Auditorium und an den Monitoren zu Hause. Unser Thema heute ist der Titel eines Buchs, das in diesem Jahr als zweibändiges Werk erschienen ist: Sicherheit und Humanität im Ersten und Zweiten Weltkrieg, der Umgang mit zivilen Feindstaatenangehörigen im Ausnahmezustand. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Autor, Professor Dr. Arndt Bauer-Kemper, und ebenso herzlich begrüße ich Professor Dr. Gabriele Metzler. Sie wird nach der Buchpräsentation mit dem Autor im Gespräch sein. Danach gibt es wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Gehen Sie bitte dazu zum Mikrofon von mir aus auf der linken Seite, damit Sie auch im Livestream gehört werden können. Auf dem Weg zum Mikrofon und zurück zum Sitzplatz bitten wir Sie, die Maske aufzusetzen am Mikrofon, und an den Sitzplätzen selbst dürfen Sie die Maske wieder abnehmen. Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können sich schriftlich per E-Mail an der Diskussion beteiligen. Die E-Mail-Adresse wird während der Veranstaltung eingeblendet. Ich möchte Ihnen ganz kurz Frau Professor Metzler vorstellen. Sie ist Professorin für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, und sie ist Dekanin der dortigen Philosophischen Fakultät. Von 2011 bis 2020 war sie auch Direktorin des An-Instituts Sondre-Marc Bloch. Zu ihren wichtigsten Veröffentlichungen gehört ihre Habilitationsschrift Konzeptionen politischen Handelns von Adenauer bis Brandt, politische Planung in der pluralistischen Gesellschaft aus dem Jahr 2005. Unter den neueren Arbeiten ist unter anderem ein Aufsatz von 2017 hervorzuheben, in dem sie sich mit Blick auf das 20. Jahrhundert und auf Westeuropa zum Thema gewidmet hat: das Jahrhundert der Gewalt und ihre Einhegung. Ich darf Sie nun bitten, das Pult und das Heft in die Hand zu nehmen. Ja, das mache ich sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ihnen ein herzliches Willkommen, die Sie hier sind, alle, die uns zugeschaltet sind, wie man dann so sagt. Wir erleben heute Abend die Präsentation einer in der Tat äußerst beeindruckenden Studie. Ich wollte eigentlich die beiden Bände hier noch auf den Tisch legen. Ich trage sie schon den ganzen Tag mit mir und habe sie jetzt eben doch in meiner Tasche gelassen. Also eine breit angelegte historische Studie, die kaum ein aktuelleres Thema hätte adressieren können. Sie kommt daher mit dem Titel Sicherheit und Humanität in den beiden Weltkriegen, der Umgang mit zivilen Feindstaatenangehörigen im Ausnahmezustand. Über diesen Titel muss man einen Moment nachdenken: Weltkriege, Feindstaatenangehörige, zivile Ausnahmezustand und so weiter. Aber dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Problem, ein elementares Problem, das uns bis zum heutigen Tag und mit Sicherheit auch in der Zukunft intensiv beschäftigt. Das Spannungsfeld zwischen Sicherheit, nationaler Sicherheit und Menschenrechten oder den Rechten von Minderheiten. Ein Thema, das uns im War on Terror im Grunde tagtäglich begegnet, in den Nachrichten, aber durchaus auch in unseren Alltagserfahrungen. Wenn Sie mal die Reihe an Freiheitsbeschränkungen Revue passieren lassen, die gerade auch in den westlichen Demokratien erfolgt sind seit 2001. Menschenrechte werden staatlichem und gesellschaftlichem Sicherheitsbestreben untergeordnet, und wir können vielerorts erleben, dass es
dafür in den liberalen westlichen Gesellschaften durchaus auch viel Zustimmung gibt. Dass also Feinde markiert werden und ein Sicherheitsregime errichtet wird, in dem man sich dann irgendwie einrichtet. Also in diesem Sinne könnte das Thema kaum aktueller sein, die Frage nach Freiheitsrechten von Bürgern, Freiheitsrechten von Nichtbürgern, aber trotzdem anwesenden Personen im erklärten oder eben auch im nicht erklärten Ausnahmezustand. Es geht in diesem Buch darum, diese Fragen zu historisieren und sie gleichzeitig natürlich zu verorten im 20. Jahrhundert, im Zeitalter der Extreme, als das Eric Hobsbawm den Zeitraum von 1914 bis 1991 beschrieben hat, 1917 als wichtige Zäsur. Dieser Frage geht Arndt Bauerkemper in seiner Studie nach, in zwei Bänden, sehr breit angelegt, und entfaltet ein weites Panorama in vergleichender Perspektive, arbeitet immer aber auch die Verflechtungen zwischen den einzelnen Staaten und Gesellschaften sehr deutlich heraus. Es ist ein weiter Bogen, der geschlagen wird. Der Schwerpunkt in seiner Darstellung liegt auf Großbritannien und dazu werden dann gewissermaßen immer wieder alle anderen wichtigen kriegführenden Staaten und auch die neutralen als Vergleichsgrößen gewissermaßen herangezogen. Und das Besondere an diesem Buch ist auch, er wird es gleich näher erläutern, er schaut eben nicht nur auf die Errichtung von Sicherheitsregimes, sondern fragt auch danach, wo sind eigentlich die gegenläufigen Tendenzen? Gibt es retardierende Momente? Gibt es Opposition? Gibt es Gegenkräfte? Gibt es Alternativen? Und das sind genauso aktuelle Fragen wie die nach der Garantie von Sicherheit, die uns heute genauso beschäftigen müssen. Ich will ihm gar nicht vorgreifen, er wird es nämlich gleich selber vorstellen und das ist auch gut so, weil er naturgemäß sehr viel kompetenter und intensiver über sein Buch sprechen kann. Ich möchte Ihnen Arndt Bauerkemper gerne vorstellen und das ist mir eine ganz große Freude, weil er nämlich ein Berliner Kollege ist, zwar von einer anderen Universität, aber gleichwohl ein lange bekannter und vertrauter Berliner Kollege von der Freien Universität, der er in verschiedenen Positionen, verantwortlichen Positionen seit 2001 verbunden ist, zunächst als Leiter des Zentrums für vergleichende Geschichte Europas, dann im Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften am Friedrich-Meinecke-Institut, an dem er seit 2009 eine Professur innehat. Arndt Bauerkemper hat gleichwohl Berlin auch immer wieder verlassen und hat Gastprofessuren wahrgenommen im Ausland, in Ungarn, in den USA und auch häufig war er zu Forschungsaufenthalten in Großbritannien und zuletzt, und das ist, glaube ich, diesem Buch, der Arbeit an diesem Buch sehr zugute gekommen, als auf der renommierten Gerda Henkel Gastprofessur am Deutschen Historischen Institut in London, verbunden mit der London School of Economics and Political Science. So ein Buch schreibt man nicht als Erstling, ganz gewiss nicht. Hier ist viel Erfahrung eingegangen, wie man große historische Studien anlegt. Das hat er immer wieder bewiesen, dass er das kann. Angefangen von der Dissertation, die in Bielefeld entstanden ist, zur radikalen Rechten in Großbritannien, nationalistische, antisemitische und faschistische Bewegungen vom späten 19. Jahrhundert bis 1945, 1991 erschienen. Die Habilitationsschrift, ein völliger Wechsel des Gegenstands, sehr beeindruckend, aber genauso souverän. Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur, Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg, 1945 bis 1963. 2002 erschienen. Daraus hat er abgeleitet auch ein Lehrbuch, das sehr weit verbreitet ist und wir immer gerne nutzen, Sozialgeschichte der DDR in der Enzyklopädie deutscher Geschichte, 2005. Dann folgte sehr rasch, was mich wirklich beeindruckt, schon im Jahr darauf, 2006, eine Darstellung der Faschismus in Europa, 1918 bis 1945, auch in einer italienischen Übersetzung.
Dann hat er sich der Erinnerungspolitik zugewandt, das umstrittene Gedächtnis und jetzt schließlich die große Studie zu Sicherheit und Humanität in den beiden Weltkriegen. Herr Bauer-Kemper, das ist schön, dass Sie das heute hier vorstellen und ich bin sicher, alle freuen sich darauf, mehr über diese Studie von Ihnen zu erfahren. Ja, vielen Dank, Frau Metzler, für die freundliche Einführung und Vorstellung. Ja, das schreibt man nicht als Erstling in der Tat, so ein Werk, das ist richtig. Ja, man könnte sagen, das Älterwerden hat auch Vorteile. Es verschafft Erfahrung. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ich beginne mit einem kurzen Dank, aber umso herzlichen Dank für die Einladung zur Buchvorstellung hier in der Topografie des Terrors. Frau Dr. Buchholz hat das hier sehr intensiv vorbereitet, diese Veranstaltung. Herzlichen Dank an Sie auch nochmal. Dann natürlich ein herzlicher Dank an die Gerda-Henkel-Stiftung, die mit einer Gastprofessur, der eben erwähnten Gastprofessur in London 2017-18 natürlich, die Entstehung dieses Buches maßgeblich gefördert hat. Ich bin dem Verlag De Gruyter Oldenburg sehr dankbar, der die Drucklegung organisiert hat und dann auch die Publikation vorgenommen hat. Darüber hinaus gebührt mein Dank Kolleginnen und Kollegen in zwei Forschungskontexten. Einerseits im internationalen Graduiertenkolleg Human Rights Under Pressure. Bis 2019 lief das, gefördert von der DFG. Die DFG, die auch ein deutsch-russisches Kooperationsprojekt fördert, das noch läuft. Und ich zusammen mit meiner Kollegin Natalia Rossistas-Lewa in Moskau durchführe. Ich möchte im folgenden Minuten gerne wichtige Befunde und Einsichten in sechs Thesen, sechs wichtigen Aussagen zusammenfassen, die ich dann jeweils kurz erläutere. Und ich beginne gleich. Erstens, die beiden totalen Kriege des 20. Jahrhunderts waren nicht nur durch präzedenzlose Gewalt auch gegenüber zivilen Feindstaatenangehörigen gekennzeichnet, sondern auch, und das ist die eben schon erwähnte gegenläufige Tendenz, durch eine erhebliche Ausweitung und Professionalisierung humanitärer Hilfe auch für diese Opfergruppe, für diese zivilen Feindstaatenangehörigen gekennzeichnet. Ich erläutere diese These anhand des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz richtete als Reaktion auf die Internierung ziviler Feindstaatenangehörigen eine neue Auskunftsstelle für Kriegsgefangene und Zivilinternierte ein. Die sogenannte Agence Internationale des Prisonniers de Guerre. Insgesamt beschäftigte diese Agence, die also eine Informationsvermittlungsagentur war, im Verlauf des Krieges immerhin 3000 Personen. Die Mitarbeiter dieser Institution erhielten von 1914 bis 1918 im Durchschnitt täglich 2000 bis 3000 Anfragen. Am Ende des Ersten Weltkrieges sogar 15.000 bis 18.000. Diese Anfragen, in der Regel von Angehörigen, etwa von Internierten, von Freunden, waren mit Informationen abzugleichen, die der Genfer Agentur von den kriegführenden Staaten übermittelt worden war, über den Verbleib von Kriegsgefangenen, aber auch Zivilinternierten. Die Arbeit dieser Einrichtung war in der ersten Phase, als auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz noch der Illusion anhing, dass dieser Krieg kurz sein würde. In dieser ersten Phase war also diese Arbeit von Improvisation gekennzeichnet. Erst 1915, als klar wurde, dass dieser Krieg länger dauern würde, wurde mit einem systematischen Organisationsaufbau begonnen. Ab Januar 1916 veröffentlichte diese Agence sogar wöchentlich ein Nachrichtenblatt, das sich Nouvelle de l'Agence nannte. Mit der Dauer des Krieges ging eine erhebliche Expansion dieser Institution einher, die in der letzten Phase des Krieges eine verstärkte Koordination der verschiedenen Initiativen erforderte. Insgesamt konnten bis zum 1. Januar 1919 von 275.000 Einzelfällen von Vermissten rund 60.000 geklärt werden. Die Datei dieser Agentur umfasste schließlich nahezu 4,9 Millionen Karteikarten, die laufend aktualisiert und ergänzt wurden.
Hier sieht man einen Blick sozusagen in diese Bürokratie, als Bürokratie noch mit analogen Systemen funktionierte und nicht digitalisiert war. Karteikarten im Wesentlichen. Zweite These. Die Kriegspropaganda mobilisierte in den beteiligten Staaten jeweils langfristig angelegte fremdenfeindliche Vorurteile, die das Vorgehen gegen zivile Feindstaatenangehörige und auch andere sogenannte innere Feinde jeweils grundierten und erheblich erleichterten. Ich erläutere dies am Beispiel der USA im Zweiten Weltkrieg. Japanern, die in den USA weithin als sogenannte gelbe Gefahr galten, war schon im späten 19. Jahrhundert die Einwanderung erschwert worden. Vor allem Bauern und Fischer an der Westküste der USA beneideten die Japaner wegen ihrer wirtschaftlichen Erfolge und verlangten gesetzliche Einschränkungen gegen die unerwünschte Minderheit, also eine Einschränkung der Einwanderung insbesondere. Der Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, die atemberaubenden und völlig unerwarteten militärischen Anfangserfolge Japans und die damit verbundenen Ängste der Amerikaner führten Anfang 1942 zu einer Panik und einer fremdenfeindlichen Kampagne, in der Vorurteile gegen die sogenannten Japs mobilisiert und verschärft wurden. Marineminister Frank Knox und der Befehlshaber der Armee auf Hawaii, Walter C. Short, behaupteten, dass eine fünfte Kolonne, wie es hieß, von Helfern auf der Inselgruppe den japanischen Überfall auf Pearl Harbor ermöglicht habe. Spione also. Militant-nationalistische Gruppen griffen diese und andere Vorwürfe und Gerüchte auf und agitierten gegen den sogenannten Verrat von Japanern in den USA. Einzelne Gruppen des amerikanischen Roten Kreuzes lehnten sogar Hilfsangebote und Spenden durch japanischstämmige Japaner ab. Die in Japan geborenen Einwanderer wurden ebenso wie die anderen Enemy Aliens, also hier insbesondere Deutsche und Italiener, einer nächtlichen Ausgangssperre unterworfen und sie mussten Fotoapparate und Kurzwellenradios abgeben. Am gravierendsten war aber die Deportation von rund 110.000 Japanern von der Westküste ins Landesinnere nach einer Anordnung des Präsidenten, einer sogenannten Executive Order, des Präsidenten Franklin Roosevelt vom Februar 1942. Unter den Internierten waren auch später bekannte Personen wie der Schauspieler George Takei, der in der Star Trek-Fernsehserie Raumschiff Enterprise dann spielen sollte. Hier sieht man den Abtransport der Japaner. Sie sehen, es ist ein Kordon von Soldaten, die den Abtransport hier abschirmt. Dritte These. Die Spannbreite der Maßnahmen, die Regierungen gegen zivile Feindstaatenangehörige ergriffen, reichten in beiden Weltkriegen von der bloßen Festsetzung in ihren Wohnorten und der polizeilichen Registrierung über die Internierung bis zum Massenmord. Dabei kam es wiederholt zur Eskalation der Repressionspolitik in Kontexten tatsächlicher oder wahrgenommener akuter Bedrohung, sodass auch andere sogenannte innere Feinde betroffen waren. Ich erläutere dies am Osmanischen Reich, am Beispiel des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg. Hier hatten sich in den Jahren vor 1914 Übergriffe und Pogrome gegen die überwiegend christlichen Armenier gehäuft und radikalisiert. Die Unterdrückung der Minderheit ging von den sogenannten Jungtürken aus, die 1908 die Macht im Osmanischen Reich übernommen hatten und den Ersten Weltkrieg als Gelegenheit verstanden, um einen ethnisch homogenen türkischen Nationalstaat zu schaffen. Prominente Intellektuelle, darunter übrigens auch Historiker, leider, unterstützten die Türkifizierungspolitik, die auch Juden und die griechische Minorität stigmatisierte. Militärisch unter Druck wuchsen die Verschwörungsängste der Jungtürken, die angesichts der angeblich subversiven Aktivitäten innerer Feinde um die Sicherheit des Reiches fürchteten. Die katastrophale Niederlage bei Sarikamis, im Kaukasus war das, im Dezember 1914 und Januar 1915, führten die Regierung vorrangig auf die Illoyalität armenischer Soldaten im osmanischen Heer zurück.
Nicht zuletzt löste die Landung britischer, französischer, australischer und neuseeländischer Truppen bei Gallipoli in unmittelbarer Nähe Konstantinopels am 25. April 1915 in der jungtürkischen Elite fast paranoide Sicherheitsängste aus, die maßgeblich zum Völkermord an den Armeniern beitrugen. Nicht der einzige, vielleicht auch nicht der entscheidende Grund, aber ein deutlicher Beitrag. Auf der Grundlage eines Dekretes, das die Regierung am 23. Mai 1915 verabschiedete, wies Innenminister Talat Pascha das Oberkommando der Armee am darauffolgenden Tag an, radikale Maßnahmen gegen die Armenier zu ergreifen. Am 27. Mai wurde ein Deportationsgesetz erlassen, das der Innenminister ebenso wie den vorangegangenen Befehl ausdrücklich mit dem Hinweis auf die Sicherheit des Staates als, wie es hieß, militärische Notwendigkeit rechtfertigte. Allein in den Durchgangs- und Konzentrationslagern, die vor allem am Euphrat eingerichtet wurden, überließen Soldaten und Angehörige einer eigens etablierten sogenannten Sonderorganisation etwa 630.000 Menschen einem qualvollen Hungertod. Hier ein Foto aus diesen Hungermärschen, könnte man sagen. Vierte These: Die Mobilisierung von unten ergänzte in nahezu allen kriegführenden Demokratien, natürlich auch in Diktaturen, aber auch gerade in Demokratien, die staatlichen Maßnahmen, die Regierungen gegen zivile Feindstaatenangehörige ergriffen. Ich erläutere dies am Beispiel Großbritanniens im Ersten Weltkrieg. Hier entfaltete der Kriegsnationalismus eine erhebliche Eigendynamik. Nachdem die Behörden Anfang August 1914 ausdrücklich zu Wachsamkeit aufgerufen und angeordnet hatten, wehrfähige Deutsche festzunehmen, erwiesen sie sich gegenüber den von ihnen ausgelösten Lawine von Meldungen als völlig überfordert. So erhielt allein die Polizei in London aus der Bevölkerung schon im ersten Kriegsmonat 8.000 und bis Mitte September 1914 fast 9.000 Hinweise auf vermeintliche deutsche Agenten. Fast alle dieser Meldungen erwiesen sich in den Untersuchungen als haltlos. Wie Innenminister Reginald McKenna im Kabinett berichtete, war auch 6 Wochen nach Kriegsbeginn kein Fall von Verrat entdeckt worden. Dennoch schritt die gesellschaftliche Selbstmobilisierung und Selbstermächtigung im Herbst 1914 voran, als Berichte belgischer Flüchtlinge über die brutale Kriegführung der deutschen Truppen die Fremdenfeindlichkeit erneut steigerten. Clubs, Vereine und Verbände schlossen im Herbst 1914 deutsche und österreichische Mitglieder aus. Diese wurden auch aus Handelskammern ausgeschlossen und sie durften die Börse nicht mehr betreten. Unter dem Druck einer fremdenfeindlichen Pressekampagne entließen die Besitzer von Restaurants und Hotels außerdem deutsches Personal. Nationalistische Zeitungen wie die Daily Mail, die 1914 eine Auflage von rund 1 Million Exemplare erzielte, schürten die Angst vor ausländischen Spionen und Saboteuren. Die fremdenfeindliche Agitation trug wenige Wochen nach Kriegsbeginn maßgeblich zu Übergriffen gegen Deutsche und ihr Eigentum bei, besonders in London. Einen erneuten Höhepunkt erreichten diese fremdenfeindlichen Ausschreitungen, die sich vor allem gegen Deutsche, auch etwas gegen Österreicher richteten, nach der Versenkung des Passagierschiffs Lusitania im Mai 1915. Fünfte These, vielleicht noch eine Abbildung dazu. Hier sieht man also, wie deutsche Läden geplündert werden, Wohnungen geplündert werden. Es kam also auch zu Plünderungen und zu Bereicherungen. Nicht nur in Großbritannien. Fünfte These. Sicherheit war in beiden Weltkriegen ein genuines Bedürfnis der Bevölkerungen, wurde aber zugleich jeweils in bestimmten Konstellationen von Akteuren konstruiert und gesteigert. Akteure, die mit dieser Steigerung von Sicherheit, mit dieser Übertreibung von Unsicherheit jeweils eigene Interessen verbanden. Ich erläutere dies am Beispiel der Sicherheitsbehörden in den USA im Zweiten Weltkrieg. Zwar hielten die Polizeibehörden die öffentliche Sicherheit in den Vereinigten Staaten sogar noch Anfang 1942, also zu einem Zeitpunkt, als die japanische Armee schnell vorrückte in Südostasien, nicht für gefährdet.
Jedoch war die Regierung angesichts der Niederlagen in Ostasien und Südostasien bemüht, Handlungsmacht zu demonstrieren. Die Verhaftungen und die Internierung der Feindstaatenangehörigen, vor allem der Japaner, sollten nicht zuletzt die verunsicherte Bevölkerung beruhigen. Der Hinweis auf die nationale Sicherheit war damit in eine Politik eingebunden, die nicht zuletzt an die amerikanische Öffentlichkeit gerichtet war. Dazu wurden die Gefahren für die nationale Sicherheit, wie es hieß, übertrieben. Die repressive Politik gegenüber den Feindstaatenangehörigen war unter anderem auf die Interessen führender Vertreter der Sicherheitsbehörden selber zurückzuführen. Vertreter wie etwa dem Direktor des Federal Bureau of Investigation, FBI, J. Edgar Hoover, der diese Institution, also des FBI, dann bis 1972 führen sollte. Berichte über Spione, angebliche oder tatsächliche, wurden gezielt lanciert, nicht zuletzt, damit diese Polizei- und Sicherheitsbehörden auch ihre Macht steigern konnten. Hier eine Abbildung von J. Edgar Hoover, der nach 1945 dann zu einem berüchtigten Kommunistenjäger avancieren sollte, worauf diese Abbildung vielleicht anspielt. Zwischen den miteinander konkurrierenden Institutionen, Sicherheitsinstitutionen, Polizei und Geheimdienste entbrannte geradezu ein Kampf um die Kompetenzen und damit auch ein Kampf um Ressourcen, um Mittel, um Geld. Dabei konnten die beteiligten Behörden ihren Personalbestand im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg enorm steigern. So schnellte die Zahl der Mitarbeiter des FBI von 1941 bis Ende 1943 von rund 7.400 auf rund 13.300 hoch. Aber auch Leiter von Bürgerwehren, von unten gewissermaßen diese Mobilisierung, waren besonders in den USA, wenngleich nicht nur dort, einflussreiche Angstunternehmer, wie sie Bernd Greiner einmal genannt hat. Sechste These. Die Gewalt gegenüber zivilen Feindstaatenangehörigen war, besonders im Völkermord in Osteuropa, erheblich umfassender im Zweiten Weltkrieg, erheblich umfassender und intensiver als im Ersten Weltkrieg. Wenngleich schon die Pogrome und Deportationen des Ersten Weltkrieges dem Völkermord im Zweiten Weltkrieg gewissermaßen den Weg bereitete. Ein Weg, der letztlich zur Durchsetzung von Menschenrechten nach dem Zweiten Weltkrieg die Bahn brach, zur Institutionalisierung der Menschenrechte, insbesondere in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1948. Lassen Sie mich dies erläutern. Die Gewalt, die sich gegen andere Minderheiten und zivile Feindstaatenangehörige richtete, hatte schon im Ersten Weltkrieg humanitäre Barrieren beseitigt. Die Repression ziviler Feindstaatenangehöriger und anderer innerer Feinde erreichte in den Jahren 1914 bis 1918 ein zuvor unbekanntes Ausmaß. Wie die umfassenden Deportationen in Russland etwa und in Österreich-Ungarn zeigten. Dazu gehörten auch sogenannte ethnische Säuberungen und der Genozid an den Amerikanern, an den Armeniern. Damit waren Formen der Repression von Zivilisten vorweggenommen, die den Zweiten Weltkrieg in noch größerem und erweiterten Ausmaß, radikalerem Ausmaß kennzeichnen sollten. Die Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung erreichte in den Jahren von 1939 bis 1945 in Europa, aber auch in Südostasien ein ungeahntes Ausmaß. Besonders das nationalsozialistische Deutschland steigerte die Repressions- und Vernichtungspolitik, für die auch modernste Mittel eingesetzt wurden. Diese Entwicklung gipfelte in der systematischen Ermordung der Juden, aber auch Zivilisten, die als Angehörige gegnerischer Staaten weitgehend nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts behandelt wurden. Auch für diese Zivilisten waren die Bedingungen in den Lagern von 1939 bis 1945 im Allgemeinen deutlich schlechter
als im Ersten Weltkrieg. Die Lager waren sozusagen so ein eigener, ja, wenn man so ein Mikrokosmos, in dem die betroffenen Internierten versuchten, möglichst sich diesen Bedingungen anzupassen und ein möglichst menschenwürdiges Leben zu führen und vor allem die lähmende Langeweile zu überwinden. Was kann das Fazit sein? Es ist nicht leicht, sozusagen ein massives Buch auf den Punkt zu bringen. Kann man etwas lernen aus der Geschichte? Ich bin skeptisch, ob man direkt etwas lernen kann. Aber vielleicht bei aller Vorsicht kann man doch auch einige Schlussfolgerungen ziehen. Letztlich erwiesen sich und sichern außer einem pluralistischen Institutionensystem mit funktionierender Gewaltenteilung historisch-politische Bildung, Mitwirkung am Gemeinwesen und eine wachsame Zivilgesellschaft, dass Forderungen nach mehr Sicherheit jeweils begründet werden müssen und Sicherheit auch in Krisen nicht in Unfreiheit umschlägt. Nicht Humanität dauerhaft beschädigt. Die Betrachtung der beiden Weltkriege zeigt aber auch andersherum, wie leicht elementare Bedrohungsängste in einer extremen Notsituation, zumindest wahrgenommene Notsituation und Krisensituation, in eine extreme Identifikation mit dem eigenen, mit der Heimat oder wie es Paul Taggart genannt hat, mit dem Heartland umschlägt einerseits und damit eine ebenso extreme Ausgrenzung des vermeintlich Fremden einhergeht. Damit gingen wiederholt auch Ressentiments gegenüber den eigenen Regierungen und dem sogenannten Establishment, ein Begriff, den man auch schon in den beiden Weltkriegen findet, einher. Insofern sind einige Befunde des Buches und vielleicht das Buch insgesamt auch durchaus anschlussfähig gegenüber der jüngeren Debatte über populistische Bewegungen und Gefährdungen der Demokratie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bauerkämpe, für diese ja wirklich sehr konzise Kondensierung. Ich will gar nicht Zusammenfassung sagen, sondern Kondensierung auf sechs Thesen, die tatsächlich ganz wesentliche Aspekte Ihres Buches hier präsentiert haben. Das Bedrückendste tatsächlich, was Sie ja auch wirklich sehr, sehr eingehend schildern, ist die Mobilisierung der Zivilgesellschaften in beiden Weltkriegen, die Selbstmobilisierung der Zivilgesellschaften, auf die Sie jetzt am Ende auch noch mal hingewiesen haben, die dann eben auch staatliche Politik, staatliche Repressionen gegenüber zivilen Feindstaatenangehörigen sogar noch verstärken. Einfordern, verstärken, selber in Gang bringen, selber praktizieren, in den Alltag übertragen, vorwegnehmen und so weiter. Sie mussten das jetzt relativ kurz fassen, aber im Buch selbst erläutern Sie ja doch sehr, sehr eingänglich die Mechanismen, die hinter sowas stecken. Also was passiert da eigentlich genau? Ist das vorbereitet? Ist das irgendwie schon länger angelegt? Passiert das ad hoc? Ist das nur der Effekt von Propaganda, das nun hier dazu führt, dass die Leute sagen, das nehmen wir jetzt selber in die Hand? Oder sind das tiefer liegende, längerfristig wirksame gesellschaftliche Konflikte? Welche Rolle spielen politische Ordnungen? Auch das, Sie haben ja jetzt bewusst das Beispiel etwa der USA genommen. Auch das ist völlig überraschend aus Ihrem Buch. Demokratische Staaten sind davor überhaupt nicht gefeit, dass das plötzlich so eine Eigendynamik gewinnt in den Gesellschaften und da jegliche Toleranz, jegliche Liberalität mit einem Schlag mehr oder weniger verloren geht. Also was passiert da eigentlich genau? Und ist es tatsächlich so, dass wir keine Unterschiede erkennen zwischen vergleichsweise demokratisch verfassten Staaten und eher autoritäreren Militärregimen, wenn man so will, in den beiden Weltkriegen? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich etwas komplexer. Ich will versuchen, auf diese Fragen direkt einzugehen. Also
es bedarf gewisser Voraussetzungen, damit diese Selbstmobilisierung in den beiden Weltkriegen zustande kam. Eine Voraussetzung habe ich in meiner These zu den USA, zu den Japanern in den USA und japanischstämmigen Amerikanern angedeutet. Es gibt eine längerfristige, in der Regel ist eine längerfristige Fremdenfeindlichkeit vorhanden, die sich über Jahrzehnte hinweg gebildet hat. Dann ist auch schon vor dem Ersten Weltkrieg in der Regel und auch in gewisser Weise auch vor dem Zweiten Weltkrieg, aber bleiben wir mal beim Ersten Weltkrieg, auch ein Nationalismus vorhanden gewesen. Ein übersteigertes Konkurrenzdenken zwischen den Mächten. Vor dem Ersten Weltkrieg natürlich auch sozusagen noch radikalisiert durch Sozialdarwinismus, auch durch Rassismus. Also das sind gewissermaßen Tendenzen und auch ideologische Systeme, wenn man so will, die vorhanden sind. Und die dann in der akuten Situation der Kriegsmobilisierung, als also in sehr vielen Staaten, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, Ausnahmezustände verhängt werden, die dann bereit sind, ja, sozusagen, und auch angezapft werden können und auch gesteigert werden können. Und dabei ist das Verhältnis zwischen staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen wechselseitig aufeinander bezogen. Der Staat, staatliche Institutionen schufen in aller Regel eine Atmosphäre, in der gesellschaftliche Institutionen sich angestachelt fühlten und auch angestachelt wurden, nach inneren Feinden Ausschau zu halten. Das waren zum Teil absurde Gerüchte. Also in Russland im Ersten Weltkrieg ist Gerücht, dass also deutsche Flugzeuge über Sibirien gesichtet wurden und diese Flugzeuge Signale bekamen von Spionen, von deutschen Spionen, was natürlich technisch völlig unmöglich war. Oder Gerüchte über sogenannte Goldautos zu Beginn des Ersten Weltkrieges, die von Frankreich nach Russland und andersherum Gold schafften, um sozusagen die Kriegführung der Entente-Mächte zu unterstützen und die dabei deutsches Territorium passierten, unterstützt von Spionen natürlich. Also im Grunde absurde Gerüchte, sozusagen, die dann verbreitet werden. Und staatliche Institutionen, indem sie dann aufrufen, ich habe das an Beispiel Großbritanniens und McKenna auch deutlich gemacht, die dazu aufriefen, seid wachsam. Ja? Und dann davon überrascht sind, welche Eigendynamik es eigentlich gewinnt. Dass Polizeistationen und Polizeikräfte völlig überwältigt werden von Hinweisen, die sie gar nicht mehr bearbeiten können. Und wo die staatlichen Institutionen selber auf die Bremse treten müssen und sagen, Schluss jetzt mit dieser Propaganda. Ja? Wir bekommen überall nur falsche Meldungen. Da sind gar keine Spione da. Also staatliche Institutionen und Selbstmobilisierung griffen dann ineinander. Ja? Denn die Selbstmobilisierung setzte natürlich auch staatliche Institutionen unter Druck, ja? Die ohnehin unter dem Druck standen, nun Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, Sicherheit herzustellen. Also seit der frühen Neuzeit gehörte ja die Herstellung von Sicherheit zu den wichtigsten Aufgaben von Territorialstaaten. Und bis heute ist das ja so. Deswegen gibt es ja so große Probleme, sozusagen im Bereich der Sicherheitspolitik zu einem Konsens zu kommen im Rahmen der Europäischen Union. Äußere und innere Sicherheit, immer große Probleme. Also Sicherheit gilt seit der frühen Neuzeit als Domäne des Staates. Und Sicherheit war auch wichtig für die Legitimation staatlicher Herrschaft. Und die Staaten reagierten sozusagen auf diese Forderungen der Bevölkerungen. Eines Teils der Bevölkerung, eines radikalisierten Teils der Bevölkerung, die Bürgerwehren bildeten, die Organisationen sozusagen bildeten, die zum Teil schon vorher vorhanden waren, aber auch neue bildeten. Und gerade in Demokratien sind die Regierungen natürlich, obwohl Ausnahmezustände verhängt worden waren, gab es ja noch eine funktionierende Legislative, ein funktionierendes Parlament. In Demokratien sind die Regierungen angewiesen auf die Zustimmung der Bevölkerung, auf die Mitwirkung der Bevölkerung, auf Partizipation. Und das schlägt dann eben auch um durchaus in Gewalt. Andererseits, und hier kommt der Unterschied zu Diktaturen ins Spiel, bieten eben Demokratien auch Möglichkeiten, Gegenstimmen zu Hör zu bringen. Also in Großbritannien etwa 1940, gewann nach der ersten Phase der Invasionspanik die Stimmen, die liberalen Stimmen
das entscheidende Gewicht, die argumentierten, das können wir nicht machen. Sozusagen, es untergräbt die Legitimationsbasis unserer Demokratie. Wir wollen ja nicht so werden wie die totalitären Diktaturen. Und dann setzt eine Gegenbewegung ein. Das heißt, Demokratien bieten andererseits auch Raum für Gegenstimmen, für abweichende Stimmen, für Stimmen, die für Humanität eintreten und gerade nicht für eine verabsolutierte Sicherheitspolitik. Und das hat man eben in Diktaturen nicht, in aller Regel. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied, den man wirklich auch festhalten sollte. Inwieweit geht es denn bei dieser Selbstmobilisierung um ja auch Ansprüche, Forderungen nach Partizipation? Also Sie haben gerade deutlich gemacht, ja klar, demokratische Regierungen sind darauf angewiesen, dass die Bevölkerung mitmacht. Aber inwieweit ließe sich zeigen, dass hier bei diesen Selbstmobilisierungen eben auch gesellschaftliche Gruppen aktiv werden, die vorher an der politischen Nation gar nicht so stark beteiligt werden und jetzt aus ihrem Engagement für die gemeinsame Sache, für die imaginierte gemeinsame Sache, eben auch Ansprüche ableiten können, wir gehören jetzt auch dazu. Also kann man das sozial differenzieren, etwa nach unterschiedlichen Schichten und Klassen, nach Männern und Frauen? Ganz banal würde ich, ganz naiv würde ich natürlich annehmen, diese Bürgerwehren und die jetzt da aktiv werden, das sind Männer. Aber wie sieht es beispielsweise mit dem Engagement von Frauen aus in diesen Bereichen? Also die soziale Zusammensetzung dieser Bürgerwehren, etwa in den USA, ist nicht wirklich ausgeforscht. Aber die Ergebnisse, die wir haben, deuten darauf hin, dass es durchaus eine erhebliche Repräsentanz von Gruppen gibt, die eben nicht zur Elite gehört und sich auch dezidiert nicht zur Elite fühlt. Und deren Protest und deren Aufstehen gegen den inneren Feind auch gewissermaßen Protest ist gegen die Eliten. In Großbritannien etwa finden sich immer wieder Verschwörungsvorstellungen, Spionage, Vorwürfe, die sich richten auch gegen die eigene Regierung. Im Ersten Weltkrieg, ja? Also etwa um den Premierminister Herbert Asquith. Der ist angeblich sozusagen umgeben von Deutschen. Ja? Der Druck auf das Königshaus sozusagen, den Namen zu ändern in Windsor 1917. Der Druck auf einzelne Politiker wie Lord Mountbatten sozusagen, ja? Der ja einen deutschen Namen gehabt hat, Battenberg. Ja? Also der Druck ist sozusagen, wird schon auf die Eliten ausgeübt und ist eine Selbstermächtigung von Leuten, zumindest zum erheblichen Teil von Leuten, habe ich den Eindruck, die sich nicht der Elite zugehörig fühlen, auch nicht der Elite zugehörten und die diesen Protest auch begriffen als einen Protest gegen das Establishment. Es ist eine Selbstaktivierung, es kommt noch ein anderes Moment hinzu. Diese Gruppen versuchen sich gewissermaßen in die Kriegseinstrengungen einzuschreiben. Es ist eine Mobilisierung der sogenannten Heimatfront. Ja? Die Zivilisten, die hier agitierten gegen die zivilen Feindstaatenangehörigen, aber auch andere innere Feinde, sogenannte innere Feinde, also auch eigene Staatsbürger, wie Pazifisten, Sozialisten und so weiter, waren Personen, die auch das Bedürfnis hatten, zumindest aus einzelnen Selbstzeugnissen geht das hervor, am Krieg mitzuwirken, ja? Die das aber nicht konnten. Entweder weil sie zu alt waren oder weil sie zu jung waren oder weil sie Frauen waren oder so. Ja? Also das Einschreiben gewissermaßen in diesen Krieg und die Demonstration, dass man die eigenen Kriegsanstrengungen unterstützte, indem man nicht gegen den äußeren Feind vorging, sondern gegen den sogenannten inneren Feind, ist ein wichtiges Moment. Der zweite große Befund, der aus Ihrer Studie hervorgeht, ist, dass die Entwicklung des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts, des Kriegsvölkerrechts hier doch erkennbar und sehr rasch an Grenzen stößt. Sehr ernüchternd. Wir haben vor dem Ersten Weltkrieg ja durchaus Initiativen, das Jus in Bello zu verändern, zu reformieren, bestimmte Schutzrechte zu definieren,
eine Trennung zwischen etwa Kombatanten und Nichtkombatanten, ganz wichtig zur Einhegung des Krieges. Also hier werden hier durchaus, ich nenne die Haager Konferenzen so als wichtige Meilensteine, durchaus Pflöcke eingeschrieben und eingeschlagen, und trotzdem wird sehr schnell deutlich, naja, durch die Maschen dieses zwar durchaus enger werdenden Kriegsvölkerrechts fallen die Zivilisten, die Zivilinternierten, die Sie hier im Blick haben, doch sehr rasch durch. Für die ist das eigentlich nicht gemacht. Warum gelingt es nach dem Ersten Weltkrieg nicht, nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, warum gibt das dem humanitären Völkerrecht, dem Kriegsvölkerrecht, nicht ganz erhebliche Impulse, dass man genau diese Leerstellen schließt und dass das Völkerrecht, das Kriegsrecht auch, wie soll man sagen, robuster gestaltet, diese Schutzrechte einfach robuster macht? Warum passiert das nicht? Also, es passiert einiges, bloß es bleibt unzureichend. Das hängt erstens damit zusammen, dass gewissermaßen das Kriegsvölkerrecht hier hinter den Entwicklungen des Krieges selber hinterherhinkte. Ja? Also der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz hat 1915 einmal von den Zivilgefangenen, Zivilinternierten als eine große Erfindung des Ersten Weltkrieges gesprochen. Ja? Also hier haben wir im Grunde eine neue Kategorie. Zivilinternierte gab es zuvor auch schon, aber sozusagen diese große Menge, diese große Zahl von Zivilinternierten, darauf war man nicht vorbereitet. Obwohl, wie ich ja in meiner ersten These ausgeführt habe, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ja durchaus dann auch mit Hilfsmaßnahmen reagierte. Aber sozusagen das Völkerrecht war darauf nicht vorbereitet. Im Völkerrecht waren nach den Haager Konventionen, Haager Landkriegsordnung von 1907, die beiden Konventionen von 1899 und 1907, waren in der Regel Kombattanten geschützt, es waren Angehörige des Roten Kreuzes geschützt, es waren auch Zivilisten in fremden Staaten geschützt, vor Übergriffen von Armeen. Aber Zivilisten sozusagen tief im eigenen Staat, tief in einem kriegführenden Staat, waren eben nicht geschützt. Und das erwies sich dann im Ersten Weltkrieg als eine entscheidende Lücke. Humanitäre Organisationen haben versucht, das aufzufangen und zum Teil auch ganz erfolgreich. Ja? Aber es waren natürlich Hilfsmaßnahmen, es gab keinen rechtlichen Anspruch. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat etwa Lagerbesuche durchgeführt, hat Berichte sozusagen zwischen den kriegführenden Staaten auch verschickt, hat versucht, auch Druck auszuüben auf die Staaten. Andere humanitäre Organisationen wie die Quäker, Religious Society of Friends oder auch die Young Men's Christian Association, YMCA, haben kleine Hilfsmaßnahmen gestartet und die haben damit das Leid auch der Zivilinternierten, nicht nur der Kriegsgefangenen, erheblich erleichtert. Aber die rechtliche Abschirmung, die völkerrechtliche Abschirmung fehlte. Man hätte mal denken können, in der Tat, wie Sie sozusagen auch in Ihrer Frage ja andeuten, nach dem Ersten Weltkrieg hätte man ja gelernt haben müssen. Hat man in gewisser Weise auch, 1929 ist die Genfer Konvention verabschiedet worden, die sich allerdings dann auch weitestgehend auf Soldaten bezogen hat. Und im Übrigen ja von der Sowjetunion nicht unterzeichnet worden ist. Von Japan auch nicht formal anerkannt worden ist. Und damit waren zwei wichtige kriegführende Staaten ohnehin ein Stück weit draußen, was den Schutz von Kombattanten, von Soldaten angeht. Zivilinternierte, also Zivilisten, die sich in den kriegführenden Staaten selber befanden und nicht an der Front, waren auch im Zweiten Weltkrieg völkerrechtlich ungeschützt. Das hat auch damit zu tun, dass die Völkerrechtler, es gab wenige Völkerrechtlerinnen, selber von diesem Kriegsnationalismus erfasst wurden. Und das Völkerrecht gewissermaßen für ihre eigene Nation jeweils in Anspruch nahm. Und ein Stück weit diesen universellen Charakter, ja, des Völkerrechts auch zurückdrängen. Das ist sozusagen eine zweite wichtige Ursache. Es gab eine Initiative auf der Rotkreuzkonferenz von Tokio 1934, Zivilisten, die sich in kriegführenden Staaten befanden, zu schützen. Das ist versandet. Wenn der Zweite Weltkrieg nicht 1933 ausgebrochen wäre, hätte das eine Chance gehabt. Aber das ist jetzt kontrafaktisch. Es ist einfach leider versandet.
Und erst in der Genfer Konvention, vierten Genfer Konvention von 1949, ist dann der Schutz von Zivilisten auch in den kriegführenden Staaten sozusagen verankert worden. Die vierte Genfer Konvention 1949, die ja noch eine Rolle spielen sollte, dann später bei der Internierung von tatsächlichen oder vermeintlichen Terroristen auf Guantanamo. Die Regierung Bush hat versucht, um diese vierte Genfer Konvention herumzukommen, mit rechtlichen Gutachten, versucht zu belegen, dass sie eben für diese illegal competence nicht galt. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt ansprechen, der zugleich eine ganz aktuelle, sehr aufgeladene, sehr intensive Diskussion adressiert. Die Frage nämlich nach den Verbindungen zwischen den europäischen Räumen und den kolonialen Räumen. Sie haben den Genozid an den Armeniern angesprochen, den eine imperiale Macht begeht, auch nun wiederum Truppen aus dem Empire vor Ort sind. Also hier werden die imperialen Bezüge gleich sehr klar erkennbar. Sie werden aber auch erkennbar, so würde die aktuelle Forschung durchaus zu prominenten Teilen argumentieren. Sie wird auch erkennbar im Transfer von bestimmten Herrschafts-, Kontroll- und Disziplinierungsinstrumenten in Gestalt von Lagern, Konzentrationslagern, ein Begriff, den man bis zur NS-Zeit noch sehr unbefangen ausspricht, aus dem Burenkrieg heraus, Deportationen, Umsiedlungen größeren Stils. Das alles ist uns ja in den kolonialen Räumen schon mal begegnet vor dem Ersten Weltkrieg. Inwiefern würden Sie sagen, aus dem, womit Sie sich jetzt beschäftigt haben, dass die Kolonien hier, naja, die vielbeschworenen Laboratorien sind, in denen bestimmte Techniken, bestimmte Praktiken, aber auch durchaus bestimmte Sehweisen, wenn man so will, Sichtweisen, schon mal erprobt und eingeübt worden sind. Ist Ihnen das hier prominent begegnet? Was würden Sie zu dieser aktuellen Debatte aus Ihren Forschungen jetzt beitragen? Ja, in der Tat sind Kolonien, koloniale, außereuropäische Räume, in der Tat, wenn man so will, zunächst Laboratorien bestimmter Techniken. Das betrifft die von Ihnen schon angesprochenen Lager, die ja erstmals natürlich nicht in der Form, wie sie im Ersten Weltkrieg dann angelegt wurden, aber im Aufstand auf Kuba in den 1860er Jahren erstmals angelegt worden waren von den Spaniern. Dann sozusagen um 1900 haben wir die Fälle, in Anführungszeichen, die Internierung der Buren, also die Burenkriege, 1899 bis 1904, und dann auch sehr stark, fast zeitgleich, auf den Philippinen. Die USA machen Ähnliches. Also wir haben mehrere Schauplätze, wenn man so will, außereuropäische Schauplätze, koloniale Kontexte, in denen Lager errichtet wurden. In der Regel sollte damit Aufständischen die Unterstützung entzogen werden. Zunächst vor allem Soldaten. Potenzielle, also Männer sozusagen, wurden sehr stark interniert, dann später auch Frauen und Kinder, weil Frauen und Kinder sozusagen diese Soldaten und Männer ja versorgten. Aber der Impuls war zunächst erstmal, potenzielle Soldaten festzusetzen. Das ist übrigens am Ersten Weltkrieg auch der erste Impuls. Das ist eine ein wichtiger Grund für die Internierung von Feindstaatenangehörigen. Das fing in aller Regel an mit wehrfähigen Männern. Weil wenn man die frei ließ oder sogar aus Landes ließ, dann nach 4 Tagen, die man in der Regel ließ, nach Kriegsausbruch, wenn man sie danach aus dem Land ließ, waren das ja potenzielle Soldaten, die für die Gegner kämpften. Also dieser Gedanke ist auch schon früh angelegt in diesen kolonialen Gebieten. Und die Institution des Lagers, der Lagerhaft, des stacheldrahtbewehrten Lagers mit Wachmannschaften wird im Grunde dann mit Modifikationen natürlich auf den europäischen Kontext übertragen. Man hat gewissermaßen gelernt, man verändert natürlich auch immer etwas. Die Lager des Ersten Weltkriegs sind in der Regel noch größer als in Kolonialkontexten.
Und interessanterweise kommt es dann gewissermaßen, wenn man auch so will, zu einem Reexport. In die Kolonien nämlich, ne? Dass dort auch wieder Lager eingerichtet wurden für die jeweiligen Feindstaatenangehörigen, für Kriegsgefangene, aber auch für Feindstaatenangehörige. In Indien, in den britischen Kolonien überhaupt, in den deutschen Kolonien natürlich zunächst auch, obwohl sie dann sehr schnell ja erobert wurden, mit Ausnahme von Ostafrika. Also hier wurden Lager eingerichtet. Nachdem sich die Hoffnung sehr vieler europäischer Mächte, dass es so etwas gab wie eine europäische Solidarität und man deshalb absah von Übergriffen gegenüber weißen Feindstaatenangehörigen, das hatte sich nicht erfüllt. Zunächst hatten viele Staaten, auch Deutschland, hatte immer wieder appelliert an Großbritannien, das sind doch eigentlich Europäer, ja? Wir haben doch eine europäische Solidarität, ja, gegenüber den Fremden, den Eingeborenen. Die sind uns doch nicht, sind uns doch unterlegen. Ja. Wir sollten uns doch gegenüber den sogenannten Eingeborenen nicht auseinanderdividieren lassen. Das Argument findet man immer wieder. Und nichts wird als degradierender empfunden auf der Seite Frankreichs, auf der Seite Großbritanniens, auch vor allem auf der Seite Deutschlands, als wenn indigene Bevölkerungen gewissermaßen die eigenen Staatsangehörigen internieren. Im Dienste des Gegners. Ja? Und dann kommen sozusagen die Beschuldigungen schon sehr schnell, 1914, 15, etwa von Seiten des Deutschen Kaiserreichs gegenüber Großbritannien. Ihr brecht sozusagen die Solidarität der weißen Kolonisatoren. Und das ist eine Degradierung sozusagen unserer Staatsbürger. Es wird als besonders ehrabschneidend empfunden, als besonders starke Herabsetzung. Und das ist für diesen kolonialen Kontext sehr, sehr wichtig und führt dann zu Vermittlungen immer wieder. Aber vor allem, wenn sozusagen deutsche Zivilisten, die Vergehen verdächtigt wurden oder auch Vergehen begangen hatten, bestraft wurden. Und nicht bestraft wurden durch Briten, sondern durch rekrutierte Soldaten aus den Dominions und aus den Kolonien. Hier kommen natürlich massiv rassistische Vorurteile rein. Hat auch eine reiche Erinnerungsliteratur hervorgebracht, dieses Phänomen. Ist in der Weimarer Republik in den 20er Jahren sehr präsent, die Erlebnisberichte aus den gerade französischen Lagern in den kolonialen Räumen, die Begegnung mit den indigenen Wächtern und in der Tat, ja. Lassen Sie uns mal den Bogen nach heute schlagen und von einer Stelle mal ansetzen. Sie hatten darauf hingewiesen, am Beispiel der USA im Zweiten Weltkrieg, dass hier die Sicherheitsbehörden eine erhebliche Expansion ihrer Kompetenzen erfahren und auch für sich beanspruchen, das auch haben wollen, aus Notwendigkeit tatsächlicher oder imaginierter, aber auch aus symbolischen Gründen, um Handlungsmacht zu demonstrieren. Und in der Tat sehen wir hier eine Expansion des nationalen Sicherheitsstaats. Sie erwähnen in Ihrem Buch dann auch den Ausnahmezustand und nennen als Gewährsmann an einer Stelle Clinton Rossiter und seine Studie Constitutional Dictatorship, der eben deutlich macht, naja, auch in Demokratien kann es Situationen geben, in denen es den Ausnahmezustand braucht, um Demokratie und Bürgerrechte dann eben doch dauerhaft zu sichern. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss man vorübergehend die Exekutive stärken. Das hat er 1948 geschrieben, natürlich aus der Erfahrung auch des Zweiten Weltkriegs heraus. Aber wir erkennen ja im Grunde zeitgleich, man kann im Grunde hier eigentlich entlang von Rossiter weiter diskutieren, dass genau exakt zur Zeit, in der diese Studie erscheint, unter dem Vorzeichen des National Security State ein ganz robuster Sicherheitsstaat sich in den USA weiter etabliert, festsetzt. Das heißt also, wir können beobachten, dass diese Kompetenzen gerade nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auch nicht wieder richtig zurückgenommen werden. Gerade im amerikanischen Fall sehen wir das unter den Bedingungen des Kalten Kriegs bis hin zur Herausbildung einer
Imperial Presidency, die das erste Mal in die Krise gerät, überhaupt erst als Nixon den Bogen überspannt. Ja, aber bis dahin ist das im Grunde so eine permanente, kontinuierliche Expansion, gerade präsidialer Rechte, die nicht zurückgenommen wird. Und Ähnliches sehen wir ja eigentlich auch heute, ne? Und dazu braucht es die Pandemie überhaupt nicht, sondern da reicht es vollkommen, dem War on Terror ein bisschen zu folgen und zu sehen, wie Bürgerrechte beschnitten werden, eingeschränkt werden, vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Die Frage also tatsächlich, unter welchen Bedingungen können solche Ausnahmerechte dann auch wieder zurückgenommen werden? Ihre Studie stimmt da eher ein bisschen skeptisch. Was einmal raus ist, ist weg, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp. Ja, das Zurückstutzen ist in der Tat ein großes Problem. Rossiter sagt ja in seiner Studie, dass eigentlich Ausnahmezustände in verschiedenen Kontexten verhängt werden. Rebellionen gehören dazu, wirtschaftliche Notlagen, Kriege gehören dazu. Da sind wir beim Thema Kriege. Er sagt aber auch, dass, also argumentiert ja, wie Sie eben auch nochmal wiederholt haben, dass auch Demokratien legitimerweise zu Ausnahmezuständen greifen können, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Und die finde ich nach wie vor sehr bedenkenswert, die Voraussetzungen, die er hier nennt. Das Ziel von Ausnahmezuständen in Demokratien sollte sein, Verfassungsordnungen zu wahren und staatliche Herrschaft zu schützen, vor allen Dingen vor Bürgerkriegen etwa. Ausnahmezustände sollten verhängt werden durch Akteure, die anschließend nicht selber regieren, also nicht selber davon profitieren. Das ist die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung ist die Befristung und eine klare Regelung schon zu Beginn, schon bei der Verhängung des Ausnahmezustands, zur Beendigung. Also wie kann das beendet werden? Sollte man nach Rossiter frühzeitig sagen und klären. So, und dann weitere Bedingungen, die Ausübung von Herrschaft in Ausnahmezuständen sei, so Rossiter, an jeweilige Konstitutionen, an die jeweiligen Verfassungen zu binden. Also die Verfassungen seien nicht völlig einfach außer Kraft zu setzen. Und möglichst alle Gruppen seien an dem Ausnahmezustand zu beteiligen. Alle Gruppen, die die Verfassung verteidigen, nicht die Verfassungsfeinde natürlich. Also wenn man sich die Bedingungen mal vor Augen hält, kann man natürlich am Ende sagen, na gut, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass alle Bedingungen hier erfüllt werden, aber wir haben doch einige Kriterien, um beurteilen zu können, ob die Beseitigung von bestimmten Freiheitsrechten, auch wenn es nicht zu einem Ausnahmezustand, zu einem offiziellen und formellen Ausnahmezustand kommt, ob diese Beseitigung von Freiheitsrechten, auch Rechten des Parlaments, legitim ist oder nicht. Also da liefert uns Rossiter doch einige Kriterien zur Hand. Und daran werden sich eben auch Einschränkungen der parlamentarischen Ordnung, Einschränkungen vor allem der Legislative zugunsten der Exekutive, also der Parlamente zugunsten der staatlichen Exekutive, der Sicherheitsbehörden insbesondere messen lassen müssen. Die Balance zwischen, wenn man so will, Sicherheit und Freiheit oder Sicherheit und Humanität ist eine fragile, immer wieder neu auszutarierende Balance. Und sie ist abhängig von Kontexten. Die Balance hat sich etwa in wichtigen Industriestaaten ja nach den Anschlägen vom 11. September 2001 deutlich verändert. Also wenn man sich den USA Patriot Act anguckt, wenn man sich die Ausnahmegesetzgebung anguckt in den USA, noch schärfer übrigens in Großbritannien, wenn man sich die Diskussion über Abschuss von Flugzeugen anschaut in Deutschland, eine Frage, die ja das Bundesverfassungsgericht auch 2005, 2006 beschäftigt hat. Man sieht sozusagen eine Tendenz zur Stärkung von Sicherheit, oft auf Kosten von gewissen Freiheitsrechten. Und da muss man eben wirklich aufpassen. Und ich denke, da bietet uns Rossiter einiges, gibt es zur Hand.
Und ich behaupte, dass auch einige Funde des Buches uns einige Einsichten dazu geben, wo man also wirklich auch aufpassen muss. Das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ist nicht immer ein Gegensatz, sondern manche Wissenschaftler argumentieren auch nicht völlig zu Unrecht. Freiheit ist erst möglich in einem relativ gesicherten Raum. Umgekehrt aber, wenn Sicherheit verabsolutiert wird oder ganz stark betont wird, ist die Gefahr eines Abhangs, der am Ende die Freiheitsrechte stark beschränkt oder sogar außer Kraft setzt, natürlich in den Blick zu behalten. Also Freiheit und Sicherheit kann gegensätzlich sein, muss es aber nicht, grundsätzlich. Es kommt eben auf die Kontexte an und wir müssen relativ gute Beurteilungskriterien haben. Dazu gehört natürlich auch die Artikulation gegenläufiger Stimmen in demokratischen Staaten, gegenläufiger Stimmen aus der Zivilgesellschaft. Die Politiker sagen, also jetzt muss aber das Parlament beteiligt werden oder jetzt müssen auch bestimmte Gruppen beteiligt werden und vielleicht nicht nur professionelle Gruppen. Also diese Balance ist fragil, sie ist wechselhaft, sie wechselt auch, wenn man sich sozusagen die historischen Kontexte und Konstellationen anschaut, wiederholt. Sind damit gewisse Gefahren verbunden, aber wie ich in meiner letzten These versuchte auszuführen, Gewaltenteilung, eine funktionierende Gewaltenteilung gehört dazu, eine wachsame Zivilgesellschaft gehört dazu, historisch-politische Bildung gehört dazu und vielleicht auch eine aufmerksame Wissenschaft, die vielleicht nicht nur aus Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht.